Und wir begrüßen in Berlin zum Phoenix-Tagesgespräch Lars Klingbeil, Generalsekretär der SPD und Mitglied des Deutschen Bundestages, gewählt per Direktmandat 2017. Grüße Sie in die Hauptstadt, Herr Klingbeil. Schönen guten Tag. Herr Klingbeil, stringent und konsequent, so hat es die Bundeskanzlerin gestern formuliert. Das ist die neue Linie beim Infektionsschutz in Deutschland. Das ist ohne Blaupause, das ist schon ein gewisser historischer Schritt, den wir da gehen. Wie wollen Sie das genau machen, vor allen Dingen, dass es verfassungsfest bleibt? Das ist in der Tat ein ganz wichtiger Schritt, eine entscheidende Phase jetzt in der Bekämpfung der Pandemie und nach doch ein paar Wochen auch der Unruhe, der Instabilität, wo wir gesehen haben, es wurde uneinheitlich, es ist kaum klar gewesen für die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land, welche Regeln jetzt eigentlich gelten, haben wir uns zu diesem Schritt entschieden, jetzt Kompetenzen auch für einen begrenzten Zeitraum auf die Bundesebene zu ziehen. Das passiert. Wir machen das in einem geordneten Verfahren. Wir werden im Parlament beginnend jetzt ja in diesen Stunden diskutieren. Ich bin mir auch sicher, da wird das ein oder andere noch mal kritisch angeguckt. Und ich hoffe, dass die Opposition einen konstruktiven Weg findet, das Ganze zu begleiten. Weil am Ende geht es doch um ein politisches Signal, dass wir jetzt in der entscheidenden Phase der Pandemiebekämpfung eine politische Einigkeit haben, dass wir bundeseinheitliche Regeln im Land haben, aber auch ein ganz klares Signal an die Bürgerinnen und Bürger, dass die Politik sich kümmert, die Menschen gut durch diese Phase zu bringen. Ja, Herr Klingbeil, da war jetzt schon der Appell an die Fraktionen, Oppositionsfraktionen natürlich auch ordentlich mitzumachen. Im Vorfeld hat das nicht so gut geklappt. Sie hätten ja ein verkürztes Verfahren anstreben können, wenn Sie genügend Oppositionsfraktionen mit ins Boot bekommen hätten und hätten dann die Zweidrittelmehrheit gebraucht. Warum hat das eigentlich nicht geklappt? Das kann ich Ihnen noch nicht beantworten. Es hat ja bei einzelnen Ministerpräsidenten auch länger gedauert. Die brauchten Zeit zum Nachdenken. Aber wir sind jetzt in einer Phase, wo es Druck braucht. Wenn es nach uns gegangen wäre, hätten wir diese Woche schon entscheiden können. Es gab aber Appelle, doch noch ein paar Tage dran zu hängen. Jetzt gehe ich fest davon aus, dass in der kommenden Woche, vielleicht sogar am Mittwoch schon der Bundestag und dann noch zügig der Bundesrat, wenn es notwendig wird, entscheiden können und das Ganze in Kraft tritt, will hier aber auch sagen, die Länder sind ja heute schon in der Lage, durchaus Maßnahmen zu ergreifen. Wenn wir täglich auf die Zahlen gucken, dann sehen wir, die Inzidenzen gehen nach oben, was genauso alarmierend ist, ist aber in der Tat auch, das sind die Belegung der Intensivbetten, die gehen drastisch nach oben. Es gibt gerade deutliche Mahnungen aus der Wissenschaft, auch vom medizinischen Personal. Und deswegen muss niemand jetzt auf den Bund warten, um in den Ländern zu entscheiden. Es gibt ja Bundesländer, die auch deutlich abweichen, wie zum Beispiel Bayern. Da muss was passieren. Aber mein Wunsch, mein klarer Appell ist, dass wir uns im politischen Berlin darauf einigen, dass wir spätestens nächste Woche die Notbremse dann auch bundeseinheitlich verankert haben und sie dann zügig umgesetzt werden kann. Es gibt auch Bundesländer, die tatsächlich jetzt schon ein bisschen drüber hinausgehen. Das Bundesland, aus dem Sie stammen, Niedersachsen, liegt damit ganz vorn dabei. Gibt aber auch SPD-geführte Bundesländer, die jetzt schon ein bisschen auch noch mal Nachbesserungen anmelden. Zum Beispiel Malu Dreyer, Rheinland-Pfalz, spricht hier ganz klar noch mal, dass man über Rechtsfolgen und Verhältnismäßigkeit noch mal sprechen müsse. Sind Sie da gesprächsbereit und wo muss noch gesprochen werden? Diese Gespräche wird es definitiv geben. Wir haben ja Freitag auch eine Anhörung im Parlament und auch die SPD-Bundestagsfraktion hat ja gestern gesagt, es muss um die Rechtsmäßigkeit gehen. Sie wissen, dass eine ganz prominente Debatte beispielsweise die Frage der Ausgangsbeschränkung ist. Also kann man eigentlich um 21 Uhr noch eine Runde joggen gehen? Da wird sicherlich drüber diskutiert, auch die Beteiligung des Bundestages an künftigen Verordnungen. Auch da wird es große Debatten geben, aber die können wir auch in dieser kurzen Zeit führen. Das traue ich uns als Parlamentariern zu. Wichtig war jetzt der Schritt der Kanzlerin und von Olaf Scholz zu sagen, wir wollen das Ganze bundeseinheitlich regeln, wir wollen das schnell, wir wollen eine Verständlichkeit für die Bürgerinnen und Bürger. Und ich merke, dass bei uns in der SPD Einigkeit darüber herrscht, dass wir diesen Weg gehen wollen. Da mag es Detaildebatten geben, aber wir sind in der Lage, das Verfahren jetzt schnell abzuschließen. Und das ist ein wichtiges Signal für die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land. Also vom Timing her erste Lesung am Freitag, dann Anfang nächster Woche die Anhörung, dann Mittwoch Beschlussfassung, zweite, dritte Lesung im Deutschen Bundestag und kommenden Freitag der Bundesrat. Also es gilt das Strucksche Gesetz. Nichts geht so rein, wie es dann später rauskommen wird. Sie haben die Ausgangssperren angesprochen. In einem Interview gestern hatten Sie, glaube ich, wenn ich das recht erinnere, schon erklärt, dass Sie selber auch als Parlamentarier auch ein bisschen dafür eintreten wollen, dass wir das ein bisschen aufklären. Denn die Aerosolforscher, die lachen Sie ja ein bisschen aus und sagen, Freunde, draußen passiert hier nichts. Drin ist das Entscheidende. Also da muss man auch genauer hingucken. Wenn man einmal Karl Lauterbach an der Stelle zuhört, dann sieht man eben auch dort, wo abends Gruppen zusammenkommen, da gibt es auch Tröpfcheninfektionen. Also ganz so einfach ist es nicht. Und
Die Ausgangsbeschränkungen, die ja teilweise auch schon umgesetzt werden in Ländern, die haben immer das Ziel, abends Mobilität einzugrenzen. Also man geht ja dann irgendwo hin, um Menschen zu besuchen oder in der Tat auch die Ansammlung von großen Menschengruppen jetzt für einen gewissen Zeitraum abends zu unterbinden. Aber das Spazierengehen, das mit dem Hund gehen, das Joggen, das ist in der Tat eine Sache, über die geredet wird jetzt in die nächsten Tage, wo ich auch vermute, es kommt da noch zu Änderungen. Das hat viel mit der Verhältnismäßigkeit zu tun. Also da warten wir jetzt mal die kommenden Stunden auch in der parlamentarischen Beratung ab. Und in der Tat ist es so, wir haben ein Parlament, das vor Ort dann auch die Dinge vertritt. Wir haben eine Opposition, die mitreden will. Und die Einladung, das zusammen hinzukriegen, die ist ja an die Opposition noch da. Das ist ein Weg, diese politische Geschlossenheit, die wir am Anfang der Pandemie hatten, die brauchen wir auch jetzt in dieser entscheidenden Phase. Und da hoffe ich, dass die Opposition keinen Krawall macht, dass man keinen Wahlkampf startet, sondern dass man sich auf diesen schwierigen Weg auch gemeinsam einlässt und dass wir konstruktive Gespräche im Parlament führen werden. Also wir können davon ausgehen, dass trotz alledem dieses Gesetz, aber sicher auch die Arbeitsschutzverordnung zur Testangebotspflicht juristisch ausgetestet werden und auch angegriffen werden. Das eine ist ja auch durchaus schon angekündigt worden vom Mittelstandsverband. Lassen Sie uns noch einen letzten Punkt ansprechen. Sie haben sich dieser Tage auch geäußert. Sie regieren aktuell noch 5 Monate in einer großen Koalition. Zu dem, was beim Koalitionspartner im Moment passiert, da ist die K-Frage aktuell ungeklärt. Wenn es eine Partei gibt, die Erfahrung hat, durchaus mit Therapiemodus, dann sind das die Sozialdemokraten. Sie erinnern sich ja selber noch gut diesen Zeitraum, gefühlt 20 Monate, aber von Februar 2018 bis November 2019, wo ja auch verschiedene Parteivorsitzende die Tür von innen und außen jeweils benommen haben. Sie hatten relativ schnell den Ernst Fall für die Union erklärt. Aber jetzt mal ganz ernsthaft gefragt, wie stark beeinflusst das für Sie jetzt das Alltagsgeschäft, diese ungeklärte Frage? Also in der Tat beeinflusst das die Koalition gerade massiv. Schauen Sie, wie lange wir gebraucht haben, um eine Testpflicht für Unternehmen. Sie haben das gerade angesprochen, etwas, was doch völlig selbstverständlich sein muss in Zeiten, wo Familien belastet sind, wo viele nicht mehr können. Aber der einzige Ort, an dem nicht vernünftig getestet wird, sind die Betriebe. So, das haben wir jetzt durchgesetzt. Das hat mit der Union lange gedauert. Gestern stand zum dritten Mal, glaube ich, im Kabinett eigentlich auf der Tagesordnung die Streichung des Rassebegriffs, ist wieder runtergenommen worden, weil die Union nicht eins ist. Und dieser permanente Wahlkampf, der gerade in der Union stattfindet, der lähmt das Regierungshandeln. Und ich sage Ihnen, gestern hatten wir eine konstruktive Debatte in der Fraktion über das Infektionsschutzgesetz. Die scheint es bei anderen Fraktionen auch gegeben haben. 40 Wortmeldungen bei uns. Nur die Unionsfraktion hat sich um sich selbst gedreht, hat sich mit sich selbst beschäftigt. Und das halte ich für unverantwortlich in einer solchen Phase, in der wir gerade sind. Über Monate wusste man, irgendwann muss man die K-Frage klären. Jetzt rasen die Züge in der Union aufeinander zu. Das macht die Partei handlungsunfähig. Wir haben das vor einem Jahr geklärt. Wir sind politikfähig, wir sind geschlossen. Wir sind in der Lage, gerade gut zu regieren, weil wir die Hausaufgaben gemacht haben. Die Union hat das lange vor sich hergeschoben und ich halte das für nicht verantwortbar und glaube, das muss ich in der Tat so deutlich auch sagen, dass dieser Union auch nach den letzten Monaten mit der Maskenaffäre, mit all dem, was da passiert ist, dass denen eine Auszeit auf der Oppositionsbank nach der Bundestagswahl recht gut tut. Die SPD geht selbstbewusst in diesen Wahlkampf. Das war sozusagen das Aperçu noch nach dem Infektionsschutzgesetz von Lars Klingbeil im Phoenix-Tagesgespräch, SPD-Generalsekretär und Mitglied des Deutschen Bundestages. Danke für das Gespräch. Sehr gerne. Alles Gute.